Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio Fast Vanilla. Ja, ich habe jetzt mit Erschrecken festgestellt, als ich den Spielstand wieder sozusagen so gemacht habe, wie er ungefähr war. Ich habe sogar noch ein bisschen modifiziert und hier auch noch was aufgestellt. Ja, dass hier alles leer ist. Ich habe kein Eisen mehr. Also das heißt, ich muss jetzt schauen, dass ich so schnell wie möglich auf jeden Fall auch das nächste Eisen in Angriff nehme. Ich muss ins Kupfer aufbauen, dass wir das auch haben. Und ich stelle auch schon wieder Flaschen her, aber das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass die Forschung weiterläuft. Diesbezüglich habe ich jetzt schon mal da ein paar von diesen lustigen Teilen wieder hingestellt. Drei Stück. Ich könnte noch zwei weg. Ja, das ist super. Wenn das Kabel so lang geht. Ja, passt. Machen wir das doch so. Habe ich jetzt wieder drei. Zwei. Es sind vier. Es sind acht. Neun. Neun. Passt. Okay. Dann brauche ich jetzt als nächstes meine Labore. Die klatsche ich jetzt erstmal hier dran. Ich verteile sie momentan noch, weil es einfacher ist. Schauen wir mal, wie viel das ich jetzt hier rauskriege. Ja, ist doch einiges. So, über 1000. Schauen wir mal, ob wir überhaupt so viel reinkriegen. Ja, 100 geht auf jeden Fall. Da haben wir auch über 1000. Ein paar weniger. Sehr schön. Aber wir brauchen die Automobile. Ich brauche hier noch mehr Chipsätze. Da kann ich Kabel reinschmeißen. Da muss ich Kabel rausnehmen. Dadurch, dass ich kein Eisen mehr habe, ist jetzt das, was ich an Zahnrädern plus diese fünf Kisten, was ich hier noch an Eisen habe, der letzte Rest. Also wie gesagt, darum ist auch wichtig, dass ich jetzt schaue, dass ich so schnell wie möglich an ein Fahrzeug komme, dass ich da mal wegen die Gegend erkunde, dass wir da wegen was finden. Das ist bestimmt Zubehör. Genau, ich brauche nämlich Motoren. Dafür brauche ich Stahl. Schmeißen wir mal das da rein. Ich brauche Zahnräder und ich brauche Rohre. Ich sehe keine Rohre. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch eine Fabrik aufstellen, wo wir Rohre herstellen. Ja, doch, ich habe Rohre 182. Und ich brauche noch Zahnräder. So, am Anfang nervt das Zeug total und irgendwann bedauert man es, dass man nichts mehr hat, ne? Kennt man ja. Okay, Stahl ist ja schon mal was, was ich ja auch in den Kisten hier hinten habe. Also da brauche ich mir auch momentan, ja, so halbe Gedanken. Wie viel habe ich denn überhaupt drin? Muss ich mal gucken. Habe ich in die Nike geguckt. Ich habe jetzt da drin 2,8, 2,8, 2,8, 2,8. Okay. Sehr schön. Wir haben die Automobil. Und Gott, gibt es noch zum viel, sehr viel zum Erforschen. Long Area. Pump Check Research 2. Pump Check 3. Pump Check 2. Wie schaut es bei mir aus? Ich habe schon die nächsten zwei. Ah, genau, die habe ich schon einstecken und nicht aufgebaut. Jetzt. Ich sehe schon kommen, dass das Ölfeld auch schneller weg ist, als ich gucken kann. Na doch, bin schon richtig. Ja, ich habe sie sogar schon. Okay, alles klar. Ich habe sie sogar schon abgebaut.
Noch nicht aufgestellt. Da hätte ich mich gewundert, wenn auf einmal kein Plastik mehr gekommen wäre. Wie viel haben wir überhaupt noch? 17,2 pro Sekunde. Wollen wir schon ein bisschen Kohle holen? Dass hier noch ein bisschen was läuft. So, nehme ich dich auch gleich mit. Dass wir nicht auch gleich wieder hier herrennen müssen. Genau. Sollte vielleicht noch Erforschung machen. Burn Fluid Flow Control. Genau. Ich habe als Zusatz noch jetzt mal den Basic Belt Sorter rein. Und ich habe auch noch rein den, wie heißt der? Moment. Der ist hier. Die Lane Balancer. Also falls die einen doch versagen sollten, habe ich noch eine zweite Alternative. Dass wir da auch was machen könnten, falls da irgendwas schief läuft. So, ich habe noch auf jeden Fall eine Fabrik, die kommt dahin. Oh, die ist auch noch auf jeden Fall im Strombereich. Das heißt, ich kann jetzt da mal schon mal mein Auto reinlegen. Brauche auf jeden Fall 8 Motoren. Eisen haben wir genügend. Ah, ging sogar ziemlich fix. Auch 25 Kohle. Die Pistole tue ich jetzt auch mal in eine Holzkiste rein. Ein bisschen Schuss weit ab vom Schuss. Kann irgendwann die Recyclinganlage aufstellen und dann das Zeug da wegmachen. So, machen wir auch gleich den nächsten. Und dann hätte ich mal gesagt, halt. Eine Sache machen wir noch. Ich kenne mich, ich rausche gerne irgendwo dagegen. Wenn ich Reparatursets habe, repariert er da gleich alles. Ich muss natürlich schauen, dass wir tagsüber mehr erkunden als nachts. Der Elektromotor geht auf jeden Fall Richtung dieser hieße. Ja, und ist noch mit am billigsten machen. Wir gucken mal vor allem, wie weit das die Viecher wechseln. Ja, man hat schon den ersten Schaden gesehen. Ja, der Typ hat einen Schaden. Am Fahrzeug. Sonst nicht. Ja. Cool. Wenn man es auch vom Auto aus machen kann. Ich hoffe, ihr seht was. Ich sehe fast nichts. Und ich glaube nämlich, dass die Erze erst kommen, wenn auch die Feindbasen da sind. Das heißt, es werden auf jeden Fall jetzt dann auch die Sonare wichtig. Das ist ein Rumgelenke hier. Jetzt wisst ihr, warum dass ich irgendwann Flugzeuge will. Ja, wenn man das von Anfang an gewusst hätte, dass die Feinde dann doch sehr weit weg sind, ne, hätten wir es vielleicht dann doch nicht so weit weg gemacht. Hat alles Vor- und Nachteile. Man hat auf jeden Fall länger seine Ruhe, aber durch die Resources, dass das halt ein bisschen angeglichen ist, hat man halt auch keine Erze. Weil so hätte man jetzt einfach Erze en masse und hat halt ewig seine Ruhe. Nein, du musst jetzt halt auch richtig erkunden, dass du halt deine Erze findest.
Ich denke mir, Scheiß leckt, nein. Wasser. So, wir stoppen mal schnell und wir drücken wieder unser T. Was brauchen wir denn? Vehicle Solar. Vehicle Solar hat eigentlich was, ne? Kann ich das eigentlich auch ins Auto bauen? Ja, das heißt, man braucht keine Kohle mehr. Ich sehe dir schon gerade kommen. Kann ich ins Auto rein? Ja, ich habe noch 20. Ich habe nur bis jetzt 5 Stück verfahren. Ich habe nur 5 Kohle reingeschmissen. Ja, okay, dann muss ich halt ein bisschen Wald abholzen. Das ist jetzt das wenigste Problem. Wenn es hier genügend gibt, ist es Holz. Wenn es was hier genügend gibt, ist es Holz. So rum. Ja. Bisschen Lücken, die schwarzen Flecken weg waren. Kommen wir gerade vor wie in Civilization. Todesnebel entfernen. Ja, wobei es ja hier trifft sogar noch mehr zu. Kommt dann ein kleiner Wurm um die Ecke, ne? Bist der auch Hauptgang. Okay, man braucht nicht sagen, dass das nicht schnell vorangeht, ne? Machen wir die nächsten Pumpen. Wollen wir die Schifffahrt machen? Railway 2. Der Werkzeuggürtel. Das Forschungstempo. Forschungstempo ist Schmarri. Da könnte ich Luftfilter machen. Module hätte ich gesagt. Die Modulforschung ist eigentlich sehr wichtig. Vor allem, weil das wird auch noch ein separater Zweig. Weil durch Bob ist es ja so, dass man die dann nur mit Modulen auch erforschen kann. Ja, wir schauen mal schnell auf die Minimap. Ja, okay. Wie gesagt, das Schlimmste wird sein, Öl zu finden. Ach ja, und ich habe den Autosave ein bisschen runtergedreht. Wir werden es zwar in der Folge dann öfters damit belästigt, aber wenn nochmal irgendein Absturz passiert, habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, ja, 10 Minuten und nicht 30 Minuten zu verlieren. Ja, so macht man auch Bäume platt. Oh, Stein. Das ist auch eine wichtige Ressource. Wir merken es uns gleich hier. Apropos merken, delete this site, machen wir auch weg. Das Schöne ist, ich habe bis jetzt noch keine Viecher gesehen. Aber schon die nächste Ressource. Wird Kohle sein, hä? Jawohl. Ah, da hinten sind die ersten Viechis. Die leben mitten im Wald. Und da ist auch Eisen, sehe ich gerade. Das ist eigentlich genau eine super Gegend hier. Ich muss mal ein bisschen hier wegräumen. Werden die Viecher bestimmt jetzt gleich total toll finden. Na, ich muss aber auch erstmal hinkommen. Gibt Action. Ich sehe halt überhaupt nichts, ne? Wenn da einer kommt. Ja, da kommt einer. Ah, da kommen auch welche. Hey, lass meine Robbys in Ruhe. Aber dieses Dorf hier kommt weg.
Ja, Ruhe hier. Wir können als allererstes mal diese Ressource in Angriff nehmen. Das ist ein großes Feld. 9 Millionen. Das klingt doch super. Problem ist jetzt nur, ich muss jetzt auf jeden Fall, also das wird ja schon mal freigelegt, ne? Das ist klar. Muss ja wissen, wie groß das Feld ist und vor allem, ich muss es sehen und vor allem, ich muss es ja dann auch abtransportieren können. Muss ich gerade mal gucken. Ja, genau, Escape. Wie weit bin ich jetzt eigentlich von meiner Base weg? Das ist schon jetzt eine ganz schöne Strecke. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich fast schon hier. Alles, ja, okay, ich hätte Wasser daneben. Ich heißt, ich könnte hier sogar Strom aufbauen. Das Problem ist halt nur, ich bin halt so weit weg, dass ich ja Verteidigung so aufbauen müsste, dass die Förderer halt auch lang genug geschützt sind, dass ich immer wieder vorbeikommen kann, um das Erz abzuholen. Ich hätte mal gesagt, Schwefelverarbeitung ist auch ein sehr wichtiger Part. Ich könnte jetzt, ja, hätten wir jetzt dann nur noch Vanillemöglichkeiten, dürfte ich jetzt auch hier entweder hacken wie ein Weltmeister oder sehr viel Sprengstoff einsetzen. Nur Sprengstoff einsetzen für Waldrodung. Ein bisschen übertrieben, finde ich. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall auch genügend Holz gesammelt, ne? Also nicht nur Eisen, Stein und Kohle gefunden, sondern auch, ja. Ja, dafür, dass wir halt auch Kohle hier hätten, ne, könnten wir halt wirklich hier alles aufbauen, ne? Und dann irgendwann hier eine Zugtrasse hinmachen, die dann uns das Zeug nach oben bringt. Beziehungsweise es müsste eigentlich meiner Meinung nach hier hinlaufen und dann rüber. Ja. Wenn wir jetzt schon sowieso alles hier gerodet haben, ne, dann können wir jetzt die Seite auch noch wegroden. Weiß gar nicht mehr, wie viele kleine Freundchen das ich noch habe. Kann nämlich sein, dass ein paar Aliens die gefressen haben. Mir kommt so vor, als wären es nicht mehr so viele. Apropos, ja, ich habe noch 15 Kohle drin. Und Holz haben wir jetzt ein bisschen dabei. Wenn ihr jetzt das da wegmachen könnt, könnte ich jetzt zu euch rankommen, aber ihr Knallis macht jetzt zuerst das, was hinten ist. Könnt ihr mal das machen, was vorne ist? Darf ich jetzt selber machen, oder was? Ja, die schlauesten einer sind sie nicht, ne? Ah! Von vorne nach hinten arbeiten. Nee, 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 nee. Ja, wobei, die haben mittig angefangen. Ja, weder vorne, noch das vorne. Haben sie weggeräumt. So, dann machen wir es halt so. Ja, ich muss ja vor allem gucken, ob hier noch irgendwo Dörfer sind. Ja, sind's. Eins auf jeden Fall. Ich sehe keine Würmer. Keine Würmer ist gut. Ich auf meinen Roboter. Ich bin erst der Held. Das sind ein bisschen mehr. Bin mal gespannt, wann mir die Munition ausgeht.
Lululululu. Gehen wir mal ein wenig näher ran, dass er auch was sieht. Momentan geht's ja noch. Momentan ist ja die, sind ja die noch in Entwicklungsphase, wo man sie einfach wegbatzen kann. Vor allem, wenn keine Würmer in der Nähe sind. Aber wir sind ja auf einem guten Weg. Ja, geh weg. Ach, da sind auch noch welche. Geh weg. Du auch. Du auch. Und glaube ich mehrere Dörfer nebeneinander. Ja, wenn wir jetzt den weggeräumt haben, noch den. Wobei, das müssten fast zwei sein, ne? Ja. Ja, und deswegen auch Reparaturkits. Ob man sich da nicht drum nicht scheißen. Ah, wir haben noch mal Erze gefunden. So. Da haben wir, Alter, hier gibt es ja richtig Erze. Das ist ja ein Paradies. Jetzt finde ich auch noch Öl. Dann ist alles gut. Oh, wir fahren mal nach Hause. Und da ist auch noch ein Dorf. Dörfer. Diese nahen Dörfer am Anfang, die müssen so schnell weichen, wie es nur geht. So, wir räumen das weg. Und das ist gut. Alles. Ah, und da ist noch ein Dorf. Es ist mir gerade die Forschung ein bisschen egal. Ich wundere mich, warum es nicht geht. Rein weg. Wenn ich jetzt dann keine Viecher mehr auf dem Weg nach unten habe, dann haben wir ja schon mal einen Vorteil weg. Wie gesagt, Bahn muss ich jetzt auch ziemlich bald anfangen. Das wird lustig, da habe ich mich nie drum kümmern müssen. Das ist immer da. Es hat Vorteile, wenn man zusammenspielt. Es hat Nachteile, wenn man zusammenspielt. Vor allem, wenn dann immer einer sagt, ich mach die Bahn. Und du stehst dann da und kennst dich mit dem Zeug nicht aus. Aber lernen wir alles miteinander. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr mir da Tipps und Tricks sagen könnt. Damit ich da nicht komplett rumfail, falls ich irgendwas falsch machen sollte. So, weil ich gerade was gesehen habe, im Augenwinkel. Ich habe wegen, sozusagen immer im Netz wegen nach Musik gesucht, ne? Also die eigentlich frei ist. Wie es aussieht, eigentlich, also werde ich leider, wie es aussieht, dass Projekt Musik sozusagen, dass ihr auch Musik hört, wieder ein bisschen zurückfahren müssen. Also das heißt, ich kann nur Ingame-Sound euch präsentieren. Aber ich habe es ja Gott sei Dank rausgefunden, dass ich ein bisschen, ja,
dass ich Musik laufen lassen kann, die er dann auch nicht hört. Ich hoffe, dass das dann nicht unter Urheberrecht kommt, wenn man mitsingt. Ich weiß, wollen nicht sehr viele hören, aber kann halt passieren. So, und wir machen mal in der Zeit, was haben wir denn noch? Batterie, wir haben Burning. Da sind wir jetzt schon bei den nächsten Forschungslabore. Ah, blaue Forschungspakete, die sind wichtig. Oh, wir haben jetzt mal den ersten Fight hinter uns. Das ist doch auch mal was Schönes. Wo fahre ich eigentlich gerade hin? Nicht, dass jetzt gerade, ja genau, dass ich jetzt an der Basis vorbeifahre. Schon voll unterwegs in die falsche Richtung. Wie gesagt, und durch diesen Mod, dass die, das war können. Hier bleibe ich an einem Stein hängen, klar. Muss man nicht die ganze Zeit mehr lenken wie so ein kleiner Kranker. Also wir haben auf jeden Fall jetzt die nächsten Erze gefunden. Da müssen wir jetzt dann demnächst hin. So, das Auto bauen wir ab und stecken ein. Und wir laufen rüber. So, die blauen sind auch fertig. Das ist Fertilizer. Momentan brauche ich eigentlich keine Bäume. Tankwagen bringt mir nichts. Entzündliche Stoffe bringt mir Raketen. Helikopter braucht auf jeden Fall Raketentechnik. Dann hätte ich gesagt, entzündliche Stoffe erforschen. Dann schauen wir mal, dass ich an die Öfen noch rankomme. Die habe ich, glaube ich, auch noch nicht aufgebaut. Immer auf dem Weg, da bin ich ein wenig schneller. Ja, momentan halt wieder alles zu so halb provisorisch. Kennt mehr von mir nicht anders. So, du kommst jetzt auf jeden Fall mal in die Produktion. Und die da. Ah, ich brauche auf jeden Fall 250 Stück. So, habe ich hier Holz rumliegen? Nein. Aber jetzt ja. Okay, wie schaut es hier aus? Oh, da wird auch schon nichts mehr produziert da drin. Und das ist nicht gut. So, 250 ist ja, glaube ich, da ist Limit. Genau. Und das heißt, ich muss auch so schnell wie möglich schauen, dass ich jetzt die. Ja, die Schaltkreise und so weiter automatisiere hier. Ich habe nichts dagegen, das mit der Hand noch zu machen, aber ja, es hat halt leider den Nachteil, dass es halt nicht die ganze Zeit produziert wird. Und irgendwann, ja, bleibt irgendwann alles stehen. Okay, so, dann brauche ich auf jeden Fall noch einen Strommasten. Der kommt auch hier hin. Entzündliche Stoffe sind durch. Die Schifffahrt. Wollen wir die Schifffahrt entwickeln? Könnte man natürlich auch machen, ne? Dass man einen Hafen dahin baut und mit über den Wassertransport abwickelt. So, Railway, das heißt, du bist, ich glaube, du bist schneller. Und du kannst mehr tragen.
Machen wir erstmal das. Ja, und die arbeiten wieder. Das heißt, ich brauche jetzt aus der Abteilung hier da 3. Und aus der Abteilung auch 3. Hat dann habe ich noch. Das heißt, ich kann auf jeden Fall, falls die Grünen ausgehen sollten, rote Forschung machen. Habe ich jetzt genügend drin. So, und dann brauche ich noch dich. Und dann arbeiten die auch wieder. Wie schaut es aus? Da habe ich jetzt die nächsten 500. Ja, mir gehen jetzt halt die Eisenplatten aus. Ah, es gibt halt momentan leider zu viel zu tun, ne? Ich bin gerade froh, dass ich das noch nicht alles automatisiert habe, weil sonst würde ich jetzt richtig in der Bredouille sitzen. Da kommt mal das rein. So, dann heißt das jetzt, du kommst dahin. Halt, auch wieder Zahnräder. Ja, das wird jetzt heißen, Bahnhof bauen und das passiert nicht in 20 Minuten. Und mich mit dem Zeug auseinandersetzen. Dann heißt es, wir brauchen dann da unten eine vernünftige Verteidigung, weil das sind nun mal auch die Viecher. Darf man leider nicht kleinreden. Ist so. Und wenn die Viechis da unten rumhüppen, ja, dann muss man halt dann da auch dagegen arbeiten. Und dann heißt es Basis bauen, Erze abbauen und ich habe die oben nicht mal annähernd fertig, ne? Also das heißt, wir werden auf jeden Fall uns jetzt dann da. Ach genau, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Deswegen habe ich ja auch hier diese schönen Teile hingebaut. Wie schaut es jetzt aus? Öfen. Dafür brauche ich Stahlträger und Ziegelsteine. Ziegelsteine ist das wenigste. Stahl wollte ich jetzt nicht zu viel mitnehmen. Du gehst rein und du gehst rein und dann bau mal. Ich glaube nur, das ist zu viel. Ich hätte mal gesagt, wir machen jetzt so 150. Wenn ich so weitermache, bin ich nächstes Jahr fertig. Die den Zugsignale. Was bringt denn die nee, Zugsignalbauplan? Zugkettensignalbauplan. Wenn ich jetzt wüsste. Aber ich hätte jetzt gesagt, ich muss jetzt auch mit der Verteidigung anfangen. Also das heißt, wir machen jetzt erstmal die Turrets. Wie schaut es bei dir aus? Es gibt auf jeden Fall schon mal den Gun Turret 1. Der hat eine Reichweite von 18, eine Feuerrate von 10. Und dann gibt es noch den Gun Turret MK2. Der hat 19, also einen Meter mehr. Und die Feuerrate ist gleich, macht aber mehr Schaden. Würde ja keinen Sinn machen, eigentlich die ersten aufzustellen. Aber ich brauche natürlich auch die ersten, weil, ja. Ohne die geht halt mal nichts. Kann man ja upgraden. So, bau mal. Aber ist sowieso lang genug. 22 Stück haben wir. Dann schauen wir jetzt mal, wie weit das mal kommen.
Ah, der erste Robber hier hat schon gesehen, dass ich dahin will. Ja, die Intelligenten, die wohl erst am Schluss raus sind, ne? Ich glaube aber, ich habe jetzt alle Öfen aufgestellt. Okay. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch rote Bänder. Die sind wir auch schon beim Bauen. 500 gelbe habe ich ja schon mal einstecken. Aber wenn, dann gleich jetzt bitte auf Rot. Ich könnte ja mal die gelben 500 da reinschmeißen, ne? Können die auch arbeiten? Ich brauche nochmal Platten und nochmal Zahnräder. So, dann heißt es jetzt für mich auch, ja, genau, ich wollte Eisen holen. Deswegen war ich oben. Dann gehen wir mal hin. Und dann gucken wir. Ah, die sind schon wieder am, die sind schon wieder gestoppt. Machen wir da die nächsten Schaltkreise rein, dass die weiterlaufen. Da kommen die nächsten Zahnräder und das nächste Eisen rein. Dann laufen die auch weiter. 125. Das ist doch schon mal sehr schön. So, Shutterguns haben wir auch. Was haben wir jetzt dann noch als Verteidigung, was ziemlich weit oben ist? Was Sinn macht. Pumpcheck, Vehicle Solar. Hätte mal gesagt, wir machen. Oh, das sind 250, was das schon kostet, ne? Ich hätte mal gesagt, ich mache jetzt mal den kleinen Krusch und vor allem dann auch die roten oben weiter. Was wir da vorankommen. Ja, mein Problem ist jetzt halt, ich brauche jetzt auch diese Knickis nicht nur hierfür. Hau mal rein und mal rein. Und da auch. Egal. 278, 1000 habe ich noch. Auch. Da kann ich auch das noch mal reinschmeißen. Habe ich abgeschlossen. So, und jetzt machen wir mal schnell die. Die müssten ja ultra schnell laufen. Ja, das ist einfach nur ein paar rote wegreißen. Auf jeden Fall Kohle haben wir eigentlich richtig viel, ne? Wir haben einmal ja unser kleines Feld noch mit 184.000, dann haben wir 4 Millionen, 2 Millionen. 7 Millionen, 4 Millionen, nochmal 4 Millionen. Klasse. Eisenerz haben wir noch an 9,5 Millionen. Und Kupfererz haben wir da unten auch nochmal. Ein bisschen Stein auch. Ah, ich hatte sogar zwei Steinfelder. Also die zwei, die wo als erstes ausgehen, die haben wir auch ziemlich schnell dann weg. So, dann hätte ich mal gesagt, räume ich dich raus. Dann sind da die 250 auch durch. Mach's hier nochmal. Und wir schmeißen die Grünen hier rein. Hält auf jeden Fall eine Zeit lang.
Das da ist mir jetzt unwichtig, das ist auch unwichtig. Heatpipe. Reparaturkit Nummer 3. Was brauchst du? Stahl, erweiterter Schaltkreis, Eisenzahnrad. Komm, das können wir gleich machen. Ja, aber das heißt, wir haben jetzt schon, wie gesagt, die ersten Feindkontakte hatten wir heute. Da unten. Und ich sehe schon, da und da ist auf jeden Fall noch ein Dorf. Also das heißt, wenn wir das hier auf jeden Fall für uns einnehmen wollen, plus den da. Ja, wobei ich hätte jetzt gesagt, wir machen erstmal hier sozusagen eine Basis, dann wird hier was kommen. Dass wir dann irgendwann auch zusammenwachsen. Dasselbe auch hier. Aber wenn das kommt, ne, muss das erstmal fertig sein. Weil, wie gesagt, Stein habe ich hier, Eisen habe ich hier, Kohle habe ich hier. Und es reicht erstmal eine Zeit lang. Genau. Und wir machen dann beim nächsten Mal mit dem Kupfer weiter. Und versuchen auch noch den Stein und die Kohle dann noch fertig zu kriegen, dass wir das auch haben. Und dass wir uns dann, wie gesagt, um die Bahn kümmern, damit wir da unten die Erze abtransportieren können. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, bitte in die Kommentare. Und sonst vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.